Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Herzlich willkommen zurück zum Cooking Simulator, meine Damen und Herren. Und heute starten wir einen neuen Spielmodus, Alter. Und in dem neuen Modus bekomme ich meine eigene TV-Show und werde ich krasser Promi-Koch. Und das wollen wir natürlich auch erreichen. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich habe keine Ahnung genau, was das bedeutet. Ich habe es gerade eben per Zufall entdeckt und denke mir, wir gehen einfach mal rein in die Luzi da, so. Scheiß Topf freue ich jetzt auch nicht mehr. Sammle die Sterne. Nur wenn du die Herausforderung erfolgreich abschließt, zählen gesammelte Sterne für Errungenschaften. Aha. Okay, vergiss nicht. Du hast nur begrenzt Zeit. Oh, das. Wir können sehr gut mit Zeitdruck umgehen. Das haben wir schon sehr, sehr häufig bewiesen in diesem Format, Alter. Der Zähler für die Sterne wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt. Aha. Serviere einen leckeren Teller oder verwerfe die aktuelle Bestellung, um eine neue zu erhalten. Es gibt keine Nachteile, wenn du die Bestellung überspringst. Das ist unnormal belohnt. Ich sag, also wirklich. Kochen ist nicht der einzige Weg, um Sterne zu verdienen. Vielleicht findest du ja welche, die in der Küche versteckt sind. Erschaffe oder zerstöre. Alter, wie geil, ey. Wir können endlich legal was kaputt machen und werden dafür wirklich noch belohnt. Hallo? Okay, es geht los. Ich habe 20 Minuten Zeit. Oh, lol, da sitzen Pappleute. Leute, ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl... Kann ich mich dazusetzen irgendwie? Mensch, Richie, wie findest du das hier mit der Küche? Guck mal, hier, schön Studio aufgebaut und so, Studioküche. Ja. Oh, Richie geht sogar dreimal. Da ist Richie. Und da hinten sitzt Richie schon wieder. Und auch hier, da ist Julia. Haben wir hier auch noch eine Julia. Ja, herzlichen Glückwunsch. Guck mal, hier kann man sich sogar so hinsetzen wie Stefan Raab. Und dann sagen, ja, moin, ich bin's, euer Kalle Kuschinski, Alter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet... Nee. Moin, Alter, ich bin's, euer Kalle Kuschinski. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Cooking Simulator, Alter. Und dann können wir hier loslegen. Ich finde schön, dass ich schon anderthalb Minuten verbummelt habe. Oh, guck mal, hier liegt ein Kochbuch, Alter. Aber ansonsten ist hier in der Küche, glaube ich, so fast alles auch drin. Nee, generell ist hier alles drin, was wir auch hatten. Was denn? Ja, witzig. Ich habe einen Witz für euch. Trafen sich zwei, kam der eine nicht. Rollt einen Keks um die Ecke und bricht sich einen Krümel. Abonniert Kalle auf YouTube. Spandauer Hartbass war das beste Video 2019. Ja, danke. Gib mir mal einen Stern. Gönn. Wir haben jetzt alles. Wir besitzen einfach alles. Chicken Tikka Masala mit Kartoffeln. Alter. Schneide Hühnchenbrust 200 Gramm in Stücke 40 Gramm. Okay, wo ist Hühnchenbrust? Alter, das ist ein prall gefüllter Kühlschrank. Schweinelende? Alter, ist das ein Lörris? Ist das ein Pimmel, Alter? Ich brauche Hähnchenbrust. Da, schön auf das Food Wet Network. Wet Work. So, 40 Grams. Und so, und so, und so, und so. So. Zu einer Pfanne hinzufügen. 150 Gramm, nee, Milliliter Milch. Ja, wo ist meine Pfanne, Alter? Wo ist die Milch? Saure Sahne, Kokosmilch, Milch. So, lass löppen. Oh, shit. Ja, dann brauchen wir noch Knoblauch getrocknet, 10 Gramm. Aha, Knoblauch getrocknet, kaufen. Ah, guck mal, das ist hier in so einer Büchse wieder, ne? Achso, die Hühnchenbrust. Gut. Zack, zack, so. So, ein bisschen shaken. 65 Sekunden lang kochen lassen auf einen heißen Teller. Okay. Okay, warte mal. Ich bin jetzt irgendwie total verwirrt, weil hier steht jetzt scharfe Tomatensauce. Okay, der hat jetzt gesagt, wir sollen Hühnchenbrust dazugeben. Hühnchenbrust heiß servieren. Also das, was da drin ist, soll ich jetzt schon so servieren. Achso, das geht einfach noch weiter. Wir machen das jetzt einfach mal. Koch das mal. Es geht ja immer weiter. Wir müssen mehrere Sachen kochen. Scheiße, Arsch. So, jetzt brauchen wir Knoblauch. Ist hier, liegt hier irgendwo, was sind das denn? Brötchen, Alter? Englischer Muffin? Wo ist denn hier Knoblauch? Da. Wie viel wollen die haben? 20 Gramm in Hälften. Also ich finde, für das erste Gericht kann ich hier schon mal einen Applaus bekommen. Danke. Gut. Ja, was für ein Teller denn? Auf einen Teller. Also einfach nur einen Teller. Ich nehme mal den und... Ich nehme mal den. Ich glaube, das war scheiße. Ich hätte alles zusammen machen müssen. Ich hätte jedes Gericht machen müssen und das dann gleichzeitig hinstellen sollen wahrscheinlich. Egal, dann machen wir jetzt die Hühnchenbrust mit Zitrone. Ach, schon wieder Hühnchenbrust. Gönn mal Topf. Dann Olivenöl, Weißwein und Zitronensaft. Wo ist denn hier Olivenöl? Da ist Olivenöl. Sehr gut. Gib mal her. Zu viel? Shit. Zitronensaft. Oh, fuck. Gib mal... Oh, shit. Was ist das denn?
Dunkles Bier? Oh, normal. Hier ist sogar ein helles Bier. Und hier ist ein Stern. Ich will das Bier. Ich kann mich auch direkt in die Rüstung kippen. Oh! 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 Lecker! Oh! Lecker! Oh! Okay, ja, gut. Stopp. Alter. Oh, schön einen in die Rüstung. Achso, wir brauchen Olivenöl. Genau, Flüssigkeiten. So. Ah, nee, Olivenöl. Oh, Mann, das hatten wir schon. Nee, Zitronensaft. So. Kostet ja eh nichts. Ist ja alles for free. Wo ist jetzt der Weißwein? Wasser? Als ob Wasser da in so einer Flasche steht. Da ist der Weißwein. Gönn. Sehr gut. Okay, das haben wir. Oregano getrocknet. Alter, bis du hier mal was findest. Da. 5 Gramm. Thymianzweig, 10 Gramm. Okay, wir nehmen den Topf mit. Wir haben ja dazugelernt, ne? Und Knoblauch, 60 Gramm. Die können wir da einfach in die Rüstung kippen, ne? Zack, 3, 4, 5, 6. Guck mal, das sieht doch schon nach Essen aus. Alter, schön ordentliche Knoblauchzehen rein in den Laden. So, und das jetzt 60 Sekunden lang braten. Oh, wieder rein, wieder rein. Hühnerbrust nehmen. Wo ist die Hühnerbrust? Da oben, ne? Würzen mit Salz und schwarzer Pfeffer. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Wie weit ist das? Das ist fertig. Shit. Schneide Zitrone in Stückchen. Warte mal, wir haben doch hier unseren Blender, Alter. Krasser Tipp. Alter, die Kameras bewegen sich sogar auf mich. Hallo. Also, falls ihr mal irgendwie was schneiden müsst und keinen Bock habt, um Messer in der Hand zu nehmen, ganz klare Kiste, Alter. Könnt ihr einfach hier reintun in das geile, in den Pro-Cutter, ne? Ja, Pro-Cutter. Jetzt auch bestellen. Wer jetzt bestellt, bekommt ein Kalle Kuschinski-Shirt oben drauf. So, und dann drückt man hier auf den Knopf. Bumm. Zack. Und dann kommt die ganze Scheiße da unten raus. Hast du fertig geschnittene Scheiße. Also, wenn ihr mal Scheiße schneiden wollt, gönn. Zu einem Backblech hinzufügen. Jetzt müssen wir die scheiß Mischung nehmen. So, die Mischung und die Hühnerbrust. Die Mischung. Irgendwie fehlt da die Hälfte gefühlt. Dann sollen wir das... Alter. So. Nein. Verpiss dich. Alter. Die Zitrone auch rein. Zack. Piss dich. Dann auf einen tiefen Teller geben. Also 90 Sekunden soll das jetzt hier in den Ofen rein. Gönn. Und dann auf einen tiefen Teller die ganze Scheiße. Das ist jetzt ein Suppenteller. Was ist denn hier ein tiefer Teller? Komm, ich nehme einfach den. Ich meine, das ist doch scheißegal, auf welchen Kackteller ich das tue. So, ich muss hier. Ich brauche hier mal Platz. Moment, ich komme jetzt ins Publikum. Da kann man ruhig mal klatschen. Ja. Danke. Danke. Ich will aber eigentlich nur den Stern hier hinten. Zack. Den haben wir uns verdient. Ja. Sehr schön. Ja, 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 ja. Lassen Sie gut sein. Lassen Sie gut sein. Müssen Sie nicht nochmal klatschen. Nein. Ist doch okay. So, die haben jetzt auch von Zerstören geredet. Zerstören haben wir eigentlich drin. Ne? Drauf vor allem. Wir machen das nochmal. Wir haben das ja schon mal gemacht. Dass wir einfach alles kaputt gemacht haben. So, Hühnerbrust ist jetzt auch durch. Guck mal. Oh, das sieht aber noch nicht fertig aus. So. 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 Gönn. Naja. Naja, Geschmack ist in Ordnung. 3,5 Sterne. Das ist so, wie wenn man jetzt hier bei Lieferando bestellt, würde ich sagen. Hühnerbrust mit Zitrone. Gönn, 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 gönn. Knoblauch unwanted? Ist alles unwanted? Hätte ich nicht mit draufpacken sollen wahrscheinlich. So, und jetzt müssen wir natürlich... Die haben von Zerstören geredet. Und wenn man von Zerstören redet, dann muss man damit rechnen, dass der Kalle das auch macht. Und jetzt bin ich gespannt. Wenn es jetzt hier gleich knallt und die Sterne flattern, dann habe ich einmal was richtig gemacht. Also, seid ihr bereit, meine Damen und Herren, hier im Studio... Ja, ja. Ja, da kann man ruhig mal klatschen. Ja, ja, danke. Das haben wir erfolgreich zerstört. Auch hier könnt ihr gerne haben, die Scheiße. Ich bin's, euer Kalle. So, wir haben noch 50 Sekunden Zeit. Wir haben 9 Sterne erreicht. Wir haben es wirklich fast geschafft. Ist ja unnormal. Aber hier ist nichts hinter. Wo ist der letzte Fixstern? So, wer will ein Bier? Wer will ein Bier? Hat jemand Bock auf Bier? Ja? Hier. Gönn. Gut, ich würde sagen, 9 von 10 Sterne. Das ist eine glatte 9 von 10. Ich stelle mich jetzt noch hier hin. Das war euer Kalle Kuschinski hier in der Kochshow. Wir freuen uns auf die Bewertung. Die Lampe, die ist nicht mehr ganz dicht. Aber das ist nicht so schlimm. Jetzt gibt's die Bewertung. Defeat. Defeat?